So schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, liebe Kinder. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Mini-Kids-Programm. Cool, dass ihr da seid. Du, Jimmy? Ja? Du, Jimmy? Boah, ich glaube, du solltest wieder mal ein bisschen baden. Du stinkst ein bisschen. Was heisst hier baden? Also, hallo? Ich habe erst gerade vorgestern gebadet. Das sollte einmal länger wieder für eine ganze Woche im Fall, hä? Ja, aber Jimmy, es tut mir wirklich leid, aber du stinkst ziemlich fest. Bist du echt gestern im Wald gsi? Oh ja, genau. Ich war gestern im Wald gsi. Hey, das war so schön gsi. Weißt, wir waren ein paar zusammen gsi und dann sind wir in den Wald gegangen. Oh, und haben Versteckis gespielt. Hey, weißt du was? Ich habe so ein gutes Versteck gefunden. In einem Baum hat es nämlich ein Loch gehabt und dann bin ich reingegangen. Oh, hey, und niemand hat mich gefunden. Gar niemand. Oh, nach einer Stunde ist mir dann ein bisschen langweilig geworden. Und dann bin ich dann wieder rausgekrochen. Oh, die hätten mich sicher gar nicht gefunden. Ich hätte ja gerade tagelang dort drin sein können. Aber weißt du, was das Beste von diesem ganzen Nachmittag war? Lass mich mal raten. Ich glaube, dir hat das Feuer gemacht. Weil du schmeckst nämlich ziemlich fest nach einem Feuer. Oh ja, genau. Wir haben ein Feuer gemacht. Und weißt du was? Wir haben zuerst sehr viel gebraten. Und nachher hat es Schlangenbrot gegeben. Und nachher hat es noch Marshmallows gegeben. Mit Petit Beurre. Oh, ich sag das, das war ein ganz feines Essen. So fein. Oh ja, Jimmy, das tönt also so fein. Oh, da hätte ich auch sehr gerne dabei sein. Hey, in der heutigen Geschichte, Jimmy, da geht es dann auch um ein Feuer. Aber weisst du was? Die haben dann nachher nicht nach Feuer geschmückt. Oh, da bin ich jetzt aber ganz fest gespannt. Erzählst du sie gerade? Die könnten wir doch jetzt gerade zusammen hören. Das sind die Apostel. Hallo! Sie haben Jesus schon gefolgt während der Zeit, wo er noch auf der Erde war. Bevor Jesus in den Himmel gegangen ist, hat er zu ihnen gesagt, sie sollen in Jerusalem bleiben, bis Gott ihnen die versprochene Gabe schickt. Nachdem Jesus in den Himmel ging, sind also die Apostel in Jerusalem zusammen mit den anderen Menschen geblieben, die auch an Jesus geglaubt. Einmal an einem Tag waren sie alle versammelt, wo sie ein Geräusch vom Himmel gehört. Etwas wie einen gewaltigen Wirbelwindsturm. Wow! Und nachher ist etwas wie Flammen erschienen. Und das ist über ihren Kopf geschwebt. Jeder ist mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Der Heilige Geist hat ihnen die Fähigkeit gegeben, in anderen Sprachen zu reden. Und das haben sie sofort angefangen. Zu dieser Zeit waren Juden aus allen Nationen in Jerusalem. Als sie draussen auf der Straße laute Geräusche gehört, sind sie losgesprungen, um zu schauen, was sich da passiert ist. Jeder hat den Apostel auf das Mal gehört in seiner eigenen Sprache reden. Die Leute waren schockiert und erstaunt. Hörst du das? Sie haben sich gewundert, wie das möglich ist. Die Leute sind aus Galiläa und doch hören wir sie in unserer eigenen Sprache reden über die wunderbaren Sachen, die Gott gemacht hat. Was kann das bedeuten? Andere aber wieder nicht glaubt, dass es wirklich ein Wunder ist. Und ich denke, die Gläubigen haben einfach gerade ein bisschen viel getrunken und tun nur so. Nachher ist Petrus gekommen, ist vor die Menge gestanden und hat gerufen: Ihr alle, hört gut zu. Petrus hat erklärt, dass sie nicht einfach nur ein bisschen komisch sich verhalten, sondern dass es wirklich Gott ist. Er hat die Menschen daran erinnert,
dass Gott das vor langer Zeit schon angekündigt hat, nämlich. Er hat erzählt, wie Jesus ist gekreuzigt worden, dann wieder zum Leben ist erweckt worden. Er hat ihnen erzählt, dass Jesus jetzt im Himmel ist und dass Gott ihnen den Heiligen Geist hat gegeben. Und Petrus seine Worte haben verändert, was die Menschen haben gedacht und gefühlt. Und die Menschen haben angefangen zu fragen, was sollen wir denn machen? Petrus hat gesagt, kehrt um und kommt zu Gott. Lasst euch taufen auf den Namen von Jesus Christus für die Vergebung von euren Sünden. Und dann werdet ihr die Gabe vom Heiligen Geist empfangen. Wow! Petrus hat noch lange weiter predigt. Und die Menschen, die glaubt, was Petrus hat gesehen, haben sich taufen lassen. Es waren etwa 3000 Menschen. Und von da an haben sie zur Gemeinde gehört. Die Gläubigen haben gehört auf die Lehre der Apostel und haben gemacht, was sie ihnen gesehen haben. Sie haben sich zusammen getroffen, Zeit miteinander verbracht, zusammen gegessen und gebetet. Sie waren erstaunt, als die Apostel viele wunderbare Zeichen und Wunder vollbracht. Alle Gläubigen haben sich an einem Ort versammelt und alles teilt, was sie hatten. Hier, das ist für dich. Oh, danke. Sie haben den Menschen in Not geholfen. Jeden Tag haben sie zusammen im Tempel gebetet und haben sich in den Häusern zum Abendmahl getroffen. Sie haben ihr Essen mit grosser Freude geteilt. Und währenddem haben sie Gott gelobt und sich gefreut. Gott hat jeden Tag neue Menschen in die Gemeinde gegeben, wo sie gerettet wurden. Hey, da haben jetzt also die Jünger schon etwas ganz Spezielles erlebt. Hey, und wisst ihr was? Das ist im Fall nicht nur etwas, was die Jünger können erleben konnten. Hey, das kannst du du und ich auch erleben. Vielleicht, dass wir nicht gerade da die Flammen über uns sehen. Aber der Heilige Geist, der will zu dir und zu mir. Ja, und dann können wir genau das Gleiche erleben, wie die Jünger erlebt haben. Im Fall, das ist nicht nur für die Erwachsenen. Zum Beispiel, sie haben ja nachher in anderen Sprachen geredet. Hey, das kannst du und ich. Das gilt für alle, die Jesus im Herzen haben. Das können alle mit einer anderen Sprache irgendwie Gott, zu Gott beten. Kannst du einfach mal probieren. Und der Heilige Geist, der ist nicht nur gekommen, damit wir irgendwie in anderen Sprachen reden können. Nein, der Heilige Geist, der ist immer bei uns. Und der tut uns auch trösten, wenn wir traurig sind. Der tut uns helfen, der gibt Gedanken von Gott und der hilft uns auch, dass wir die Bibel verstehen. Ja, er ist einfach immer da bei uns. So denen, wie denen, wo Jesus auf dieser Erde war und die Jünger ihn gesehen haben, weil er Mensch geworden ist, so ist jetzt der Heilige Geist bei uns. Wir sehen ihn nicht, aber er ist genau gleich da. Und er tut genau gleich wirken. So schön, hä? Und wisst ihr, wie man den Heiligen Geist bekommt? Da kann man einfach beten. Heiliger Geist, bitte komm, komm und lass mich dich erleben. Und dann kommt der Heilige Geist und man kann ihn erleben. Und er ist immer bei uns. Ja, hallo zusammen, liebe Kinder. Endlich ist der Frühling da, schon fast der Sommer, wenn man die Temperaturen im Moment anschaut. Und darum habe ich etwas für euch mitgebracht, das wirklich ganz gut zum Frühling passt. Fort mit den Wintersachen und her mit den Frühlingssachen. Schaut, ich habe euch hier einen Baum mitgebracht, wo ihr jetzt könnt basteln könnt. Ich zeige euch, zeigen, wie man das macht. Und zwar braucht ihr Papier, wo ihr eine Vorlage machen könnt, so eine Baumkrone, wo ihr nachher auf Karton übertragen. Dann braucht es verschiedene Grüne. Ich habe mich für die zwei entschieden. Und es braucht braune Wolle für einen Baumstamm. Dazu braucht ihr Seidenpapier. Pink und Weiss habe ich mich entschieden.
Und von diesem Seidenpapier tut er so kleine Fötzchen vorbereiten. Natürlich ein Bleistift, Klebstreifen, Leim oder Leimpistole und wichtig, eine Schere. Als allererstes muss euch jemand ein solches Muster vormachen. Eine Baumkrone. Das ist das Erste. Wenn ihr die Baumkrone gezeichnet habt, müsst ihr auch noch einen Baumstamm haben. Den habe ich hier schon vorbereitet. Den tut man ausschneiden. Ich habe das hier schon vorbereitet. Und dann, wenn ihr ihn ausgeschnitten habt auf dem Papier, tut ihr den übertragen auf das Karton. Und den schneiden wir jetzt aus. Schön die Linien an. Vielleicht braucht ihr das eine oder das andere noch etwas Hilfe. Aber dann kommt es gut. Also, was ihr braucht für einen Baumstamm, ist braune Wolle. Am besten fängt ihr so an, dass ihr hinten noch so ein Schwänzchen rausgeschaut habt. Und dann geht es einfach darum, dass ihr den umwickelt. Natürlich habe ich schon etwas vorbereitet, dass ihr nicht so lange warten müsst. Wenn ihr fertig seid, macht ihr einfach einen Schnitt. Und dann hinten ein Knüppeli. Ihr könnt es natürlich auch kleben, wie es euch einfacher geht. Voilà, das ist mein Baumstamm. Jetzt gibt es natürlich noch die Variante für die Kinder, die noch ein bisschen Mühe haben mit Wickeln. Dann könnt ihr natürlich auch Farbstifte nehmen, Filzstifte, Wasserfarben und könnt den Baumstamm einfach braun anmalen. So, jetzt kommen wir zu der Baumkrone. Am gescheitsten fängt ihr mit einem dunkleren Grün an und fängt einfach hinten wieder ein Schwänzchen haben. Und dann könnt ihr ganz beliebig euer Bäumchen grün machen mit der Wolle. Gerade wie es euch dünkt. Immer in die Decke rein und querbeet das Bäumchen grün machen. Am Schluss wieder gleich wie beim Baumstämmchen. Wieder ein Fädeli lassen, für das wir es wieder knüppeln oder kleben. So. Jetzt ist mein Bäumchen schon ein bisschen grün. Jetzt fange ich gerade mit dem helleren Grün an. Hier wieder gleich. Ich nehme hinten wieder ein Schwänzchen, das raus schaut, dass ich das Knüppeli machen kann. Und fange an, das x-beliebig einwickeln. Gerade so, wie es euch gefällt. Hier. Voilà. Das gefällt mir. Dann wieder das Gleiche. Für die Kinder, die noch nicht so gut entwickeln können, es kommt genau gleich schön, auch wenn ihr es anmalen. Mit verschiedenen Grün, so wie das manchmal in den Bäumen aussieht, das ist auch nicht alles gleichmässig, könnt ihr dort eurer Baumkrone Farbe geben. So, und jetzt kommt von mir aus gesehen der schönste Schritt. Wir tun es nämlich beschmücken, das Bäumchen. Ich selber habe sehr gerne Pink und Weiss. Ich finde das sehr eine schöne Kombination. Und darum habe ich mich für diese Farben entschieden. Wenn ihr daheim natürlich andere Farben habt, könnt ihr auch anderes Krepppapier nehmen. Eben, Krepppapier braucht es dazu. Und ich habe hier auch schon vorbereitet, so kleine Fötzeli. Voilà. Und die zusammenkrügeln. Und entweder gerade so mit einer Leimpistole her tun. Der klebt sicher, am besten gerade auf das Karton. Oder ihr könnt auch mit einem normalen Leim einen Topf drauf geben und den reinkleben. Ich habe gemerkt beim Vorbereiten, dass es am besten geht, wenn ihr es wirklich auf das Karton klebt und er gerade ein bisschen Druck gibt. Genau. Es geht am besten so mit Weissleim. Das könnt ihr ganz gut so draufkleben. Und so weitermachen, bis dass es nach eurem Geschmack dekoriert ist. So, meine Baumkrone ist soweit dekoriert. Jetzt geht es nur noch ans Letzte. Und zwar habe ich jetzt hier den Baumstamm vorbereitet und der kommt jetzt hier unten dran. Genau so
muss man den herleimen. Ich habe jetzt hier den Heissleim. Selbstverständlich könnt ihr es auch mit Weissleim machen. Und der kommt jetzt hier unten dran. Ein bisschen andrücken. Und fertig ist mein Bäumchen. Jetzt könnt ihr es entweder neu aufstellen. Oder eine Idee ist, ihr könnt hier noch ein Löchchen machen und einen Faden dadurch und könnt es so zum Beispiel ans Fenster hängen oder an eine Wand. Ich wünsche euch ganz viel Spass beim Nachmachen. Das war es wieder für heute. Viel Spass beim Basteln von diesem mega coolen Baum. Der sieht wirklich mega schön aus. Und wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Hey, habt's gut. Tschüss zusammen.